dieser Luft. So rein und klar. Oh, das riecht, das riecht, das riecht nach New Life. Ja. Und damit ein Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. Ich bin heute ganz alleine und mir geht es wieder viel, viel besser. Heute hier an dem Tag, wo ihr das Video seht, nehme ich das Video auch auf. Heute hier am, Moment, ich gucke aufs Handy, am 6. Oktober. Ich habe zwar immer noch leicht Halsschmerzen, aber ich kann wieder reden, ich kann auch atmen. Meine Kopfschmerzen sind zum Glück weg und so kann ich endlich wieder New Life aufnehmen. Oh, wie geil. Darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut und ich freue mich jetzt auch gerade mega drauf, New Life zu spielen. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Lyris da irgendwas an seinem Haus gemacht hat und ob meine Ehefrau oder die Wache oder was auch immer noch da ist, werden wir auch gleich sehen. Ich habe mich nicht umgedreht, ich bin einfach aus dem Haus gegangen, ohne zu gucken. Und okay, Lyris hat hier, Lyris hat hier gut was hingebaut. Sein Haus wird dann langsam doch mal zu einem Haus, anstatt irgendwie zu einer Bruchbude, die er vorher hatte aus Holz. Und dann einfach nur ein Gemäuer, was anfing zu bauen. Ich gehe mal kurz rein, ich will mal gucken, ob er was geändert hat. Und oh, ich bin einfach so froh, wieder irgendwie live spielen zu können. Oh, was hat er denn hier? Ach, der hat da sein Mädel eingesperrt. Hattest du einen schönen Tag? Ja, Valerie, ich hatte einen schönen Tag. Wie Herzen? Du hast 13 Herzen. Ehefrau Valerie. Eieiei. Also dein Mann geht mit dir ja schlimm um, ne? Guter Gerd, also, ohne Witz. Mich würde ja mal interessieren, das mache ich jetzt aber nicht. Valerie hat noch kein Zuhause. Ja, genau, es war ein langer Tag für mich. Also ich würde ja mal gerne wissen, ob und darum liebe ich dich so. Okay. Die Sache ist, ich würde ja mal gerne wissen, ob ich die jetzt abdingsen kann. Lyris hat sich ja mit ihr vermählt. Und was mich halt interessieren würde ganz stark, könnte ich jetzt theoretisch, auch wenn sie jetzt die Ehefrau von Lyris ist, könnte ich sie die ganze Zeit unterhalten, bis ich irgendwann hochkomme und sie mit ihr flirten kann und mit ihr küssen kann. Natürlich probiere ich es nicht aus, aber es würde mich mal wirklich brennend interessieren. Vielleicht habt ihr ja selber irgendwelche Server aufgemacht, irgendwelche Leute von euch, oder einfach generell, wisst ihr, wie das funktioniert mit dem Mod. Könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich guck mal, ob jetzt meine Frau noch... Oh, meine Frau ist noch da, meine Frau ist noch da. Hallo Liebling, zurück von deinem Abenteuern? Ja. Sie ist passiv Kontakt... Ehefrau Konstanze. Okay, ich lasse dich jetzt mal raus, Mädel. Du bist meine Ehefrau, du darfst jetzt hier rumlaufen. Ich weiß nicht, ob du da stehen bleibst. Ich hoffe, dass du mir nicht abhaust. Aber ich will dich nicht mehr einsperren. Ich habe das vorhin extra gemacht, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie mittendrin abhaut. Aber ich habe mich ja dann letztes Mal mit ihr vermählt. Und ja. Wollen wir erstmal gucken. Essen zubereiten, Pferd reiten, zu Hause festlegen. Dein Baby kann nun erwachsen werden. Perfekt. Perfekto, perfekto. Okay, sie wird nachts immer hier spawnen. Oh nein. Bitte. Tu das nicht. Oh, wartet mal. Folge mir bitte. So. Zu Hause festlegen. Ich möchte, dass du hier spawnst, weil ich habe... warte, jetzt kannst du... bleiben. Es kann die nämlich in Ruhe da spawnen, weil ich habe nämlich den Verdacht oder die Angst, dass wenn ich die hier spawnen lasse und die spawnt ein bisschen weit an der Wand, dann stirbt die. Das möchte ich nicht unbedingt. Also soll sie hier spawnen. Das ist viel besser. Und ich muss auch live Bescheid sagen, dass wenn, boah, ey, die da, dann gucke ich auch immer ganz komisch, wenn ich den sehe. Kann ich leider sagen, dass die Ehefrau... Nein, ich bin hier reingefallen. Haha, ihr kommt nicht raus, ihr lebt noch in Gefangenschaft. Jetzt müssen wir nur gucken, wo hier das Loch ist. Hier ist das Loch, okay. Nee, hier ist das Loch. Aber Glück gehabt, egal. Haben wir zwei Löcher gestoppt. Auf jeden Fall muss ich das Leibes Bescheid sagen, dass
die Ehefrau jetzt nun rumlaufen kann. Und wenn er sie zubaut, kann man den Homepunkt nicht festlegen. Das habe ich ja mir jetzt auch fast so gedacht. Hey, Darling. Ich unterhalte mich mal mit ihr. Ist alles in Ordnung? Ja, klar, ist alles in Ordnung. Oh, du bist so witzig. Ich gebe dir einen Kuss. Danke dir, das war süß. 1600, super. Also es ist schön. Meine Freundin weiß auch Bescheid, weil ich hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, oh, deine Freundin, ich glaube, das war sogar der Flo-Player. Meine Freundin weiß das und sie kann damit umgehen, denn das ist ein Spiel. Also ich glaube, würde ich jetzt hier auf einem öffentlichen Server spielen und das wäre eine echte Person, die dahinter sitzt und Minecraft spielt, ein Mädchen. Und mit der würde ich mich dann in Minecraft vermählen, aber das ist eine echte Person, die dann irgendwo in Deutschland sitzt und spielt. Das wäre für meine Freundin vielleicht etwas schwieriger zu verstehen, kann ich aber auch nachvollziehen. Aber dies ist ja ein Computer sozusagen, ist ja kein echter Mensch, kein echtes Lebewesen dahinter. Und dementsprechend ist es ihr auch relativ egal, was ich dann hier mache. Was dient ja zum Mittel, zum Zweck. So, man hört zwar noch, ein bisschen krank bin ich und ich würde überlegen, wir können ja langsam mal hier anfangen, diese schöne Farm zu bauen. Ich mache da unten und tue, vergesse aber einfach mal hier oben, was ich vorhatte. So, Moment, ich brauche nämlich zwei. Dann haben wir nämlich zwei Schaufeln, vorsichtshalber. Und ich habe, das ist mal dieses Problem mit den ganzen Sachen hier. Die hat man immer, wenn man ein komplett volles Inventar andauernd hat. Ich habe auch nicht genug Holz dafür. Mein Gott, die Kiste hier ist auch mega voll. Wie sieht es denn hier aus? Okay, hier ist noch Platz. Wir packen mal jetzt mal hier die ganzen Steine rein. Okay, die darf ich aber nicht vergessen. Aber zur Zeit benutze ich die. Ich packe die mal nach hier unten. Gold packe ich lieber oben in die Kiste, die Seile, mal schauen, die packe ich mal hier hin, das werde ich nochmal austesten, vor allem mit dem Hopfen, das werde ich hier bald alles anpflanzen, aber nicht unten, das werde ich hier oben machen, das ist nämlich viel schöner. Und Tilio, was auch immer das ist, aber ich packe es mal hier rein, die Beeren packe ich hier rein, ich habe noch Fisch, warum, dann habe ich ja noch genug zu essen, also perfektes zu essen. Rohe Ratte, das will ich jetzt nicht unbedingt schnabulieren. Okay, es ist jetzt Nacht gerade. Ich gehe mal kurz ins Bett. Schlafen. Schlafi. Ich weiß nicht, ob man den Mädel, also der Ehefrau, auch. Was ist denn? Ach, da. War doch nicht der, schon der Rüstung an. So, aber wir hauen jetzt einfach mal ab. Wir machen das nicht hier. Ich gehe jetzt irgendwo hin, wo jetzt keiner unbedingt die Erde braucht. Ich glaube mir alles bei Tamster. Nein, ich schwimme jetzt irgendwie rüber. Guck mal hier, oh mein Gott, ist das Hopfen? Ja, siehst du, Max hat das auch schon alles angepflanzt, den schönen Hopfen. Ah, Tastatur. Hier ist einfach mal gesagt, nö. Was ist das für ein Geräusch? Okay, da habe ich vielleicht Hallus. Oh mein Gott, der Zuckerrohr ist wieder richtig hochgewachsen. So, wir hüpfen jetzt außen rum. Dann hätte ich auch bei Flowplay lang gehen können. Jetzt entscheide ich mich hier lang zu gehen. So, ich wollte irgendwas sagen, ich weiß jetzt nicht mehr was. Auch gut, dann war es wohl nicht so wichtig. Von es ist wieder richtig schön. Ich meine, ihr merkt das wahrscheinlich, dass ich gerade richtig viel rede, die ganze Zeit am Quatschen bin und am Machen bin und am Tun bin. Es liegt einfach daran wirklich, ich habe jetzt die letzten zwei Tage nichts mehr gemacht mit New Life und so. Und ich finde es so geil, dass ich jetzt endlich wieder New Life spielen kann. Das ist so mega awesome. Ey, das ist doch diese Giftpflanze, oder? Nee, doch nicht. Einfach mega awesome. Ich bin so glücklich drüber. Ich weiß, also es ist so ein Spiel, das weiß ich auch, aber trotzdem, es ist so ein simples Spiel oder einfach so eine simple Geschichte, einen so glücklich machen kann. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt. Das ist immer falsch erklärt, also glücklich an sich. Aber nur, man ist froh, wieder weiterzuspielen, weil es einfach Spaß macht. Es ist nicht so, dass ich es jetzt im Leben brauche, aber es macht einfach mega Spaß und man möchte auch gerne, was Spaß macht, auch gerne machen. Das kennt ihr ja auch sicherlich. Wenn man Spaß an etwas hat, macht man das. Ja, egal, ob es ein Spiel ist oder was anderes. Es kann ja auch ins Handy gehen. Oh, ich habe gerade Spaß, mit meinem neuen Handy rumzudaddeln.
Ich daddel ganz viel mit meinem Handy rum und so weiter und so fort. So läuft das ja die ganze Zeit. Und ich sammle mal wieder so einen Stock ein. Oder nee, was, diesmal war es was anderes. Ja, aber so ist das nun mal, wenn man gerade was hat, wo man gerade richtig Spaß dran hat. Und vor allen Dingen, ich habe immer noch mega Spaß an New Life. Also ich hätte das nicht gedacht, weil ich bin ja eigentlich wirklich ein Mensch, wenn jetzt nicht so viel passiert in dem Projekt und so weiter und so fort, dann verliere ich auch irgendwann die Lust daran. Aber dieses Mal ist es anders. Also ich meine, ich habe schon über 50 Folgen. Ich laufe jetzt auf die 60. Folge zu. Ich weiß nicht, welche das ist, ob das jetzt die 58. oder 9. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da komme ich mal durcheinander. Ich mache das nämlich erst, immer wenn ich das Video hochlade und alles eingebe, hier die ganzen die Titel und so, gucke ich immer beim letzten Video, welche Nummer das hatte und dann neue. Ich vergesse das jedes Mal. Aber wir laufen wieder auf die 60 zu. Belegt euch das mal. Das ist eine Mega-Zahl und wir haben 2 Schaufeln schon zerstört. Okay. Ich hoffe, das reicht. Ich guck gerade noch ein bisschen rum. Ich hoffe, das reicht an Erde, aber es sollte eigentlich reichen. Wir werden es sehen. Es wird schon wieder dunkel. Nee, sieht auf der Seite so ein bisschen aus, als ob es dunkel werden würde. Ja. Ja, aber wie gesagt, ist halt so, New Life macht halt mega Spaß und ich habe einfach immer noch die Lust nicht dran verloren. Also manchmal merke ich zwar und an manchen Tagen denke ich so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und so weiter und so fort. Hier die Aufnahme habe ich eigentlich auch so gestartet. Ich habe mir gedacht so, ja gut, ich gucke dann, was meine Frau macht und so. Und habe ich jetzt schon spontan gesehen, hier, zack, da habe ich jetzt Bock drauf, ich mache jetzt das, den Acker unten fertig, ich muss ja auch ein bisschen was anpflanzen. Ein bisschen Karotte, ein bisschen Kartoffeln und so weiter und so fort. Aber ich brauche das ja auch alles. Und dann gleich wieder einen neuen Elan und gleich zack, 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 los geht's hier. Man merkt ja wahrscheinlich auch, dass ich da mega gerade hinterstehe oder mit Elan einfach hinterher bin, das unbedingt zu machen. Das ist alles läuft. So, wir machen das am besten jetzt schon mal hier auf. Ich hoffe echt, dass... Ach, da oben tropft noch. Dass das echt reicht, was ich jetzt hier an Erde mitgebracht habe mit 2 Schaufeln. Zur Not muss ich mir noch 2 weitere Schaufeln machen und nochmal. Oder eine Schaufel machen und nochmal was holen. So. Nein, Fisch wollte ich... Oh, den könnte ich jetzt auch mal essen. Da. So, ich spiele ja nebenbei Hardcore. Wo habe ich denn jetzt die Steinschaufel her? Ich bin gerade etwas irritiert. Habt ihr das gesehen? Das wiederhole ich jetzt einfach mal. Ich schneide ja danach. Das wiederhole ich jetzt einfach mal. Habt ihr das gesehen? Die ist doch einfach reingekommen, oder? Das habe ich jetzt extra wiederholt. Da werde ich dann nochmal sehen, ob es rein ist. Das weiß ich ja jetzt nicht. Ich bin der Meinung, dass es reingekommen ist. Ich habe es ja wiederholt, wie gesagt. Ihr habt es ja gesehen. Sehr komisch, sehr komisch. Oh! Oh! Ah, perfekt. Gut, es läuft wieder. Habe ich hier einfach wieder raufgeschoben. Gut. Ja, jetzt bräuchte ich es, an so einem Moment bräuchte ich eine Facecam. Ihr hättet ihr sehen können, was für große Augen ich mache oder gemacht habe. Aber es wird ja alles langsam kommen. Ich habe ja den Bildschirm schon bestellt. Der soll voraussichtlich laut Amazon, Lieferverfolgung, soll der morgen kommen, also am Mittwoch. Den werde ich dann wahrscheinlich, da ich am Mittwoch nicht zu Hause bin, werde ich mir den dann am Donnerstag aus der Poststelle holen. Und werde ihn anschließen. Werde am Donnerstag auch gleich dann noch zum Elektronikgeschäft gehen. Werde mir ein HDMI-Kabel besorgen. Und dann heißt es anschließen 2 Bildschirme. Und Samstag, wenn ich dann wieder streame, da streame ich dann auch Hardcore. Da bin ich auch stehen geblieben, Hardcore. Da geht's dann los mit 2 Bildschirmen. Ich kann dann richtig schön die Kommentare lesen nebenbei. Ohne jedes Mal irgendwie im Spiel vertieft zu sein. Ihr fragt was Wichtiges. Und ich lese es erst eine halbe Stunde später oder gar nicht. Weil einfach es untergegangen ist in dem ganzen Chat. Und das wird richtig cool, freue ich mich auch mega drauf. Ich 2 Bildschirme. Langsam wird mein Mund trocken, ich muss was trinken. Auf jeden Fall 2 Bildschirme zu haben, das wird mega gut auf jeden Fall. Einfach generell ist es besser, auch wenn man aufnimmt oder so. Egal, es geht ja nicht nur ums Livestream,
einfach generell, zwei Bildschirme sind immer besser. Ich merke das zum Beispiel auch beim Schneiden oder so, wo ich mir dann so denke, so, oh, jetzt einen zweiten Bildschirm, da einfach nebenbei die ganzen Ordner aufhaben von YouTube und so, also die ganzen Bilder, die ich gemacht habe, die ganzen Thumbnail-Rahmen, ne? Ihr seht das ja immer bei den Thumbnails, ich habe da so einen Rahmen, die farbig sind, bei New Life ist ein grüner und da steht New Life dann noch mit im Bild, so, ne? Ist ja kein eckiges Bild, sondern ist ja abgerundet und das ist ein Rahmen. Und die Rahmen habe ich zum Beispiel fertig gemacht und habe ich in einem Ordner abgespeichert. Und so kann ich zum Beispiel diesen YouTube-Ordner, ne, kann ich dann bei mir öffnen auf dem anderen Bildschirm und kann dann immer darauf zugreifen, ohne immer Premiere zu schließen oder Photoshop zu schließen, den Ordner zu öffnen und das rauszuholen oder einfach zu minimieren und rauszuholen. So kann ich das einfach so rüberziehen. Das ist perfekt. Das wird mega gut. Da freue ich mich so mega drauf. Richtig geil. So. Ja, ein bisschen Reizhusten habe ich noch, wie ihr gerade hört. Aber ich habe da ein gutes Mittel. Ich habe mal bei Rossmann, oh mein Gott, Product Placement. Nein. So, ich habe bei Rossmann, habe ich mir da sowas geholt, so ein Bronchienzeug, was man so im Tee macht. Ich packe mal einfach einen Tee mit rein, also ein paar Tropfen und dann trinkt man das. Und das ist für die Bronchien schleimlösend und reizhustend hemmend. Also das ist der Reizhusten, dass es nicht mehr so viel Reizhusten ist. Es ist besser geworden. Schleim ist auch besser geworden. Das ist natürlich sehr lecker für euch. Ich werde ihn auch nicht beschreiben oder so. Aber es ist einfach besser geworden. Ich kann das ja so sagen, wenn ich sonst gehustet habe, hat das wehgetan, zum Beispiel bei der Schleimlösung. Und jetzt zum Beispiel ist das gar nicht mehr so schlimm. Und auch weniger. Und das ist halt gut. Wie ich mich wiederhole, ne? So, aber ich würde sagen, das reicht auch für heute erstmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Liegt daran, dass ich im FF-Modus aufnehme. Oh, mein Schwert. Blub. Das ist zum Beispiel auch wieder eine gute Sache beim zweiten Bildschirm. Ich habe dann auf dem zweiten Bildschirm, kann ich denn die Uhrzeit sehen? Weil ich werde mir den irgendwie, oder einfach generell nicht nur die Uhrzeit sehen, sondern einfach generell sehen, wie lange ich aufnehme, weil OBS auf dem zweiten Bildschirm dann laufen wird. Und so weiter und so fort. Es wird einfach mega geil. Ich freue mich so mega drauf. Und das nächste, was ich mir holen werde, ist wahrscheinlich eine Facecam. Ja. Entschuldigung. Da kam ein kleiner Rülpser. Wie gesagt, eine Facecam ist dann das nächste, was ich mir holen will. Ich habe auch eventuell sogar das Geld schon zusammen, aber ich will halt mal noch ein bisschen Geld beiseite legen, falls mal irgendwas kommt, was ich gerade bezahlen muss, was wichtig ist. Sagen wir zum Beispiel, die Waschmaschine geht kaputt, die muss repariert werden, Fernseher muss repariert werden. Das kostet ja auch Geld. Und das ist halt so das Geld, wofür ich das habe. Und dann habe ich an sich nochmal Geld zurückgelegt für andere Sachen, so wie Gas, Strom und sowas, wenn da mal was kommt oder irgendwelche Jahresabrechnungen oder sonst was. Da gehe ich halt zum Beispiel nicht ran. Ja, aber auf jeden Fall, wegen diesem ganzen Geld wollte ich nur sagen, müsst ihr auch machen, wenn ihr dann irgendwann älter werdet, am besten immer was zurücklegen, sparen ist immer gut. Bleib, Konstantin wird sich heute Nacht nicht teleportieren, weil er hat noch kein Zuhause. Ach, Valerie ist die andere. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn es euch hier heute gefallen hat, hier die New Life-Folge, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.